Moin, die Figurensucht und herzlich willkommen zurück bei Chris Tamen. Er ist gekommen. Ja, das ist jetzt das, was sehr dringend nötig war hier auf dem Kanal. Und zwar der neue Computer, der neue PC. Vielen Dank an meine Community draußen. Es haben sich einige von euch netterweise daran beteiligt, das Ding hier zu finanzieren. Es kam schon ein kleiner Teil zusammen zum Computer. Sehr cool auf jeden Fall. Dennoch habe ich noch ein paar Sachen aus meiner Sammlung verkauft, damit ich das Ding endlich kaufen konnte. Jetzt geht das los und ich packe ihn mal aus und zeige ihn euch. Und danach gibt es natürlich noch ein Gewinnspiel für alle, die Bock drauf haben. Könnt ihr mal gucken. In Zusammenarbeit mit Steinedorf, mit Mattel und mit Heo. So. Es gibt ja einige von euch, die das verfolgt haben, das Drama. Mein PC, der alte ist über 9 Jahre alt und dementsprechend langsam und anfällig. Das ist so anstrengend. Die letzten Wochen waren die Hölle. Der ist 5 bis 6 Mal in einer Arbeitssession abgestürzt. Trotz Diagnosetests und Speicherdiagnose und alles. Ach, schlimm. So, und das ist jetzt der neue. Da muss ich schon mal Danke sagen an Stefan, also Mr. S, und an Ben, weil die beiden haben mich quasi dahin gebracht, den dort zu kaufen, wo ich ihn jetzt gekauft habe. Und Ben war so nett und hat mir den, so gut es ging, zusammengestellt mit den Spezifikationen, die ich dann gerne hätte. Ich bin echt mal gespannt. Boah, also erstmal, gut gepolstert ist er schon mal, das ist schon mal wichtig. Will nicht, dass das Ding kaputt hier ankommt, ne? Yes, yes, yes. So, da ist er. So, den brauchen wir erstmal nicht mehr. Ich hoffe, den brauche ich auch nicht weiter, weil im Idealfall funktioniert er ja. Okay. Das ist natürlich jetzt nur die Verpackung von dem Case. Das Ding ist ja schon fix und fertig gemacht. Mit Spezifikationen. Falls jemand daran Interesse hat, an den kleinen Specs, mein alter Computer hatte 12 GB RAM. Ist für Videobearbeitung nicht wirklich viel. Der hier hat jetzt 64. Also schon deutlich geiler. Und dieser hat jetzt eine SSD-Speicherkarte, genau. Festplatte mit schnellerem Zugriff. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Hier ist das Kabel, also das Kaltgerätekabel. Dann haben wir hier, geht's los. Installationsanleitung. Okay. Für Dummies, also für sowas wie mich. Noch ein bisschen Werbung. Rücksendeformular, das hoffe ich, brauche ich nicht. Okay. Das ist wichtig. Bitte entfernen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, die Grafikkartensicherung. Wer ist er hier? Okay, das ist ein USB-Stick, da sind wahrscheinlich richtige Treiber drauf, gehe ich mal aus. Dann haben wir hier ein SSD-Kabel für die Grafik, für die Festplatte. Asus. Ja, Treiber-CDs. Ich muss sie auf den Boden raus, das kriegst du nicht raus. Moment mal. Vorsichtig. So. Ich habe natürlich die Styroporverpackung schon mal weggemacht, weil. Wo ist jetzt hier das vorne? Wo ist, ich bin so aufgeregt. Okay. Unten ist offen. Macht ja Sinn. Tada! Das ist mein neuer Computer. Ich bin echt gespannt. Also ich muss es hier nochmal aufschrauben, weil ich ja die Grafikkartensicherung rausnehmen soll. Das ist hier. Die Seite muss aufgeschraubt werden. Was mir wichtig war, ich weiß es total behämmert, aber wichtig war mir das hier, ein Cardreader. Weil ich ja meine Speicherkarten natürlich die ganzen Dateien drauf haben und dann habe ich keinen Bock da irgendwie was externes oder von der Kamera darüber und der lädt einfach gerade raus, fertig rein. Was ich cool finde, ich habe hier ein USB 3.0,
Hier oben sind auch zwei USB. Da ist noch ein 3.0er und hier ist noch ein 2er. Mikrofon, Headset, Strom sparen und Blitzschutz oder sowas. Wobei, das sind Lampen. Die sind aufgeregt. Ah ja, klar, ein Laufwerk. Weiß nicht, ob ich grob benutzen werde, brauche, aber zur Sicherheit, Datenträger und so weiter, ist schon ganz interessant. Jetzt brauche ich gleich einen Schraubendreher, damit ich das mal aufmachen kann. Aber... Ach, guck mal, da kann man ja reingucken. Das habe ich gar nicht mehr gesehen. Oh, guck mal. Alter Falter. Das sieht schon mal nach Computer aus. Krass. Seht ihr das? Was da alles drin ist? Also das Ding hier unten, der Block, das ist die Grafikkarte. Das Riesenteil hier. Mit den tausendfachen Lüftern. Das ist eine RTX 30, ich muss nochmal nachgucken. Also auf jeden Fall eine RTX-Karte. Da ist diese benannte Transportsicherung. Da oben ist der CPU mit einem richtig krassen Lüfter. Die zwei Fury-Riegel, 32 GB Arbeitsspeicher, zweimal. Ich hätte theoretisch noch zwei Blöcke frei, glaube ich, weil es waren vier angegeben. Aber dem ist wohl nicht so. Auf diesem Motherboard sind nur zwei. Also ist 64 das Maximum mit diesen Dingern, außer es gibt noch 64er Bausteine. Aber das wäre ein bisschen zu viel am Anfang. Ja, das ist also jetzt der neue Computer, der sein Einsatz gleich finden wird. Jetzt geht erstmal das lustige Datentauschen los. Ich muss die wichtigen Daten auf dem alten nochmal... Ich habe noch ein bisschen gearbeitet, bis ich das Ding gekriegt habe. Deswegen muss ich ein paar Daten noch sichern. Dann die Schnittprogramme und so weiter alles hier draufladen. Um mich daran gewöhnen, dass das hoffentlich funktioniert und schneller ist. Also schneller wird keine Frage sein, weil die Krücke da... Ich bin wirklich gespannt. Also hier gibt es noch was für abholen. Abholen! Die cool. So, das kann weg. Ich habe jetzt keinen Wert darauf gelegt, dass man da rein in die Seite reingucken kann. Das ist auch gar nicht egal. Hauptsache das Ding ist irgendwo drin. Aber es sieht schon schick aus. Leute, vielen, vielen Dank dafür. Das war echt eine coole Sache. Und damit ihr auch wisst, wem ich danke, seht ihr jetzt ganz mal eben die Namen eingeblendet der Leute, die mich netterweise hierbei unterstützt haben. Ich werde nicht alle Namen vorlesen, also entweder Vornamen und Nachnamen. Mach einfach. André E. vom Toy Thunder, Jens Kenneth P. Stefan S. Peter Petendo, vielen Dank auch an dich. Jessica R. Dirk Björn S. Thorsten D. Patrick van O. René W. Daniel W. von Los Amigos, Matthias R. Sven N. Jan B. Patrick H. Jessica H. nicht verwandt, B. Frank, Friso E. Hartmut N. Jetzt wollte ich fast den Nachnamen jetzt sagen. Dominik K. Dominik von Retro Spielzeugwelt und Steffen G. Ja, die netten Personen haben sich alle daran beteiligt. Wenn ihr jetzt das Video hier seht und das noch nicht gemacht habt, ich habe erst von zwei Leuten die Adresse bekommen. Es wäre toll, wenn ihr mir eure Adresse mal schicken könntet, weil ich würde euch gerne ein kleines Danke zuschicken. Also es ist wirklich nur was Kleines, also jetzt nicht hier ein riesiges Paket erwarten, es ist nur eine Kleinigkeit, die würde ich gerne, also nur als Danke, dass ich mal Danke gesagt habe, das würde ich euch gerne mal zuschicken. Auf jeden Fall, das Ding ist jetzt angekommen, ich werde es heute einrichten, es wird eine sehr lange Nacht werden, denke ich mal, aber ich hoffe, es lohnt sich. Ich bin gespannt. Okay, das ist also jetzt der Computer mit dem ganzen Zubehör und dem USB-Stick, da bin ich mal gespannt, was da drauf ist. Und vor allem, wo mein Betriebssystem ist, bin ich mal gespannt. Ich habe ja ein Windows noch gekauft. Okay. Das nervt da ein bisschen, ne? Nein, passen wir auf. So, Lille, jetzt passen wir auf. Jetzt geht es um das Gewinnspiel. Das ist eine ganz kleine, einfache Sache. Es wird drei Gewinner geben. Drei. Aber erst zeige ich euch, was ihr gewinnen könnt. Und wer was gesponsert hat oder mitgegeben hat. Sonst ist es ja Käse. Ihr habt schon einige Sachen gesehen, denn ich hatte in meinem... Oh, boah, war das dann da? Oder kommt das noch? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall zwei Sachen von Heo und von Mattel. Die habe ich als Dankeschön bekommen, dass ich habe in einem bestimmten Video mitgewirkt. Und das seht ihr, oder habt ihr schon gesehen, am Sonntag, am 12.12.2021 auf dem Play Eternia Kanal bei YouTube. Und da habe ich zwei Figuren rausgenommen, die ich euch jetzt quasi schenke, verlose.
Und von dem Bekloppten von Steinauer, vom Olli und vom Sebastian habe ich auch noch ein paar Sachen gekriegt, die ich euch jetzt hier darbieten kann. Wir fangen einfach mal direkt. So, wir fangen einen Teil von Steinauer an. Es gibt einmal ein Star Wars Package zu gewinnen. Und da drin enthalten ist hier ein Bubblehead. Ein Star Wars Bubblehead von Funko. Natürlich noch original zu. Den gibt es in einem Paket. Dann ein Badge Set. Also hier so kleine Anpinner. Pinsies. Die sind auch mit dabei. Und ein Shore Trooper vom Rogue One. Also quasi aus verschiedenen Epochen der Filmgeschichte von Star Wars. Ein paar Sachen dabei. Also hier ein Shore Trooper. Mit Waffe. Da ist eine Waffe dabei. Ein E-11 Blaster. Das ist ein kleines Setchen. Das könnt ihr auf jeden Fall gewinnen. Und jetzt kommt, das muss ich gleich noch ein bisschen zusammenmixen, weil das wird ein bisschen, ne? Das Heo Mattel Set. Einmal ein Lord of Powers Merman von den Origins. Und ebenfalls von den Origins ein Buzzsaw Hordak. Genau. Die beiden Sachen sind auch mit dabei. Vielen Dank nochmal an Heo und an Mattel. Und Steinauf hat auch noch was von den Masters dazu reingeworfen. Deluxe-Figuren von Ram-Man. Origins haben wir auch. Dann natürlich Clamp-Champ, auch eine Origins-Figur Deluxe. Und damit wir auch mal was haben, wo wir die Figuren reinsetzen können, hat Steinauf noch den Wind Rider da reingepackt ins Set. Das ist doch mal nett, das Set. Okay, wie werden wir das Set jetzt gestalten? Ganz einfach, wir machen das mal so. Der Wind Rider kommt zusammen mit dem Lob, mit dem Merman. Das ist ein Set. Und diese drei Deluxe-Figuren, Hordak, Ram-Man, so, und Clamp-Champ sind das andere Set. Also einmal Star Wars, Deluxe und Fahrzeug mit Figuren. Die drei Sachen könnt ihr jetzt bei mir gewinnen, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn dem so ist, Daumen da lassen, Abo da lassen und natürlich einen Kommentar da lassen. Das müsst ihr jetzt aber nicht tun, also müsst ihr schon, wäre toll, weil dann freue ich mich, der Kanal auch. Und dann kann ich mir nächstes Mal einen PC selber kaufen. Ja, auf jeden Fall, was müsst ihr jetzt tun, um mitzumachen bei dem Gewinnspiel? Das Gewinnspiel wird nicht lange gehen, weil ihr wisst ja, ist ja bald Weihnachten. Und vielleicht will der ein oder andere oder die ein oder andere das vor Weihnachten noch bekommen. Deswegen machen wir das jetzt. Wir haben heute bis zum Teilnahmeschluss ist der 13. Dezember, 23:59:59. Ihr kennt das Spielchen. Danach ist vorbei. Tag später werde ich auch direkt auslosen und die Gewinner bei YouTube unter den Posts benachrichtigen. Also, nochmal ganz wichtig, weil in den letzten Gewinnspielen ist es immer vorgekommen, ich habe Leute benachrichtigt, wie ich es angekündigt hatte, aber es hat sich keiner gemeldet. Also es hat sich mindestens einer nicht gemeldet. Und dann geht irgendwann der Gewinn flöten. Also seid sicher, dass ihr die Glocke geklickt habt, dass ihr auch Benachrichtigungen von meinem Kanal bekommt. Ich werde euch auf euren Kommentar, denjenigen, der gewonnen hat oder diejenigen, die gewonnen haben, unter den Kommentar antworten, hey, du hast gewonnen, melde dich per E-Mail bei mir. Das werde ich da unterschreiben. Und das gilt nur einen Tag, das gilt 24 Stunden, weil wir haben einen kleinen Engzeitplan. Und wenn sich keiner gemeldet hat, dann geht das weiter. Dann kommt der nächste dran und so weiter, bis alle Sachen weg sind. Und wenn es dann zu spät ist, dann behalte ich die einfach. So sieht's aus. Aber jetzt genug. Was müsst ihr tun? Ganz einfach. Kommentiert, was ihr euch zu Weihnachten von euren Lieben wünscht und warum. Und dazu schreibt bitte das Hashtag der Figurensuchti. Also wieder nur zwei Sachen. Was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Generell. Ist jetzt egal, ob das jetzt ein Kochtopf ist oder ein Rasenmäher oder eine Figur. Ist total Wurst. Ich bin aber gespannt, was ihr euch so zu Weihnachten wünscht. Oder endlich mal wieder raus dürfen. Egal was. Einfach euren Wunsch, den ihr zu Weihnachten habt, gerne hinschreiben und das Hashtag der Figurensuchti. Dann seid ihr automatisch dabei und ihr werdet am 13. bzw. am 14. morgens direkt ausgelost. So schaut's nämlich aus. Ihr könnt euch nicht wünschen, welches Paket ihr bekommt. Nein, 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 das ist das Zufallsprinzip. Ich hatte das schon mal von wegen mit Wünschen, das war zu chaotisch, deswegen lassen wir das. Also ihr könnt 1, 2 oder 3 gewinnen. Wer das dazu schreibt, nimmt automatisch nicht teil. Jetzt bin ich mal gespannt, wer das mitkriegt. Nein, war ein Spaß. Ihr könnt gerne schreiben, was ihr möchtet, aber ich werde diese Sachen nicht berücksichtigen. Ihr werdet per Zufall ausgelost. Star Wars Deluxe Fahrzeug. Okay, nochmal vielen Dank an
Heo, Mattel und Steinedorf und natürlich an alle, die mir geholfen haben, das kleine Ding hier zu finanzieren, was sehr, sehr geil ist. Ich werde jetzt erstmal 24 Stunden lang beschäftigt sein. Ich danke euch fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Video. Beim nächsten Video. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, entspannt, Tschüssikowski und stay nerdy. Ihr Figurensuchtis.